irgendwo war doch hier dieser Händler, oder? Sammle Whiskyfässer im See. Ja toll, aber wo sind die? Ich tauche doch jetzt hier nicht den ganzen See ab, oder was? Dein Ernst? Irgendwo hier war ein Händler. Schon wieder abgehauen, ne? Großartig. Ah ne, da hinten ist er. Okay. Dann fahren wir mal kurz darüber. Darüber. Arriba, arriba. So. Hä? Was? Hä, was? So, jetzt. Achso, ich war auf dem. Ah, alles klar, ich war auf dem hinteren Sitz. Deswegen. Oh, ist das laut heute wieder. Da ist er. So, aussteigen. Und da oben ist der Händler. Hallo, junge Frau. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So ich wie es in dieser Zeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Mhm, ja. Diese verfluchte Sekte. Mhm. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben. Ja. Aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Doch ich. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Ja, habe ich. Munition, Ausrüstung, nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Und wenn du irgendwelche Tierfälle hast, zahle ich gutes Geld dafür. Mach fertig. Das spart mir eine Menge Zeit. Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken. Oh, danke. So, Gegenstände. Karte für Fundstücke. Guck mal, da ist sie doch. Karte von Sherrys Whiskyfässern. 1200 Mücken. Egal, die kaufen wir. So. Ort entdeckt Lupine. Whiskyfässer auf der Karte öffnen. Ah, guck mal, da sind sie alle. Geil. Ja, nice. So. Ich würde sagen, am weitesten entfernt ist dieses hier. Fahren wir da erstmal hin, oder? Ja. Das hört sich doch gut an. Diese Folge wird ultra mega spannend. Weil wir jetzt die ganze Zeit nach Whiskyfässern tauchen. So, 1,3 Kilometer über den See heizen. Machen wir. Zum Glück ist das Ding relativ schnell. Geht voll ab, das Teil, ey. Geil. Geil. So. Ein Kilometerchen noch. Es wird dunkel. Das ist ein Peggy-Boot. Peggy Bundy. Entschuldigung. Ach, warum ist das so laut mit einmal? Oder meine ich das nur? Whitetail Mountains. Ah, wir sind andere, in einer anderen Region jetzt, ne? Egal. Ich sammle die Fässer jetzt trotzdem. Ist mir egal. Und wenn ich dabei drauf gehe. So. Wir sind überall Feinde. Feindlich gesinnte Kultisten. Da vorne auch. Fahrzeug verlassen. Da ist es. Ich komme. Fässchen, ich komme. Boah, ist das tief, ey. Hoffentlich schaffe ich das auch. Gibt es hier eigentlich irgendwie sowas wie eine Taucherausrüstung? Nee, ne? Nehmen. Und schnell hoch. Schnell hoch. Hululu. Also gerade eben, ey. Da. So, wo ist denn das nächste? Warte mal. Also hier ist keins mehr, ne? Dann fahren wir jetzt mal, würde ich sagen, zu diesem hier hin.
Und Fischi. So. Das hat ja gut funktioniert. So, da hinten ist es. 300 Meter. Gut, dass wir nicht die Strecke immer schwimmen müssen. Sonst wären wir hier noch Tage unterwegs. So. Lalalala. Warum? Ich bin tot! Okay, so geht's. So geht's auch. Scheiße. Oh, geil. Ja, so kann man es auch machen, ne? Ist das jetzt da oben drauf oder? Nichts im Wasser. Warte mal. Sieht so aus, als wenn das da oben drauf liegt. Aber wie komme ich da hin? 7 Meter. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier mit dem Seil vielleicht. Kann ich da hochklettern? Nö. Hä? Oder ist das da? Ist da unten eine. Hä? Hä? Ist da eine Höhle im Stein? Nee, auch nicht, ne? Hä? Wo komme ich denn da hin? Nicht hochklettern. Ne. Da komme ich nicht hoch. Aber hier. Hä? Das verstehe ich nicht. Es muss doch da oben drauf sein. Sehr merkwürdig. Nicht hier hoch? Da komme ich hoch, aber dann geht es auch nicht mehr weiter. Hier hängt so ein Seil. Ne, weiter hoch. Weiter hoch komme ich doch gar nicht. Boah, voll das Jump'n'Run-Spiel. Alter, ich hab's geschafft. Oh, Schlange. Brave Schlange. Okay, letzte Kugel. Warte mal kurz. So, Entschuldigung. Gut, okay, das haben wir noch schon mal ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Und Geronimo. Flachkörper. Das war nicht besonders tief, das Wasser. So. Gut, nächste Fass ist, da ist noch eins und hier sind noch zwei. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal hier hin und gucken mal, ob wir das Fass kriegen. Lalalala. So, 300 Meter sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. 3 von 15 Stück gibt das. Okay. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass die Folge inhaltlich darin besteht, Fässer auf dem Grund eines Sees zu suchen. So, warte mal, wo ist es denn jetzt hier? Wo ist mein Wegpunkt? Da. Rechts von mir. Da steigen wir aus. Da unten. Da ist es. Wie geil, ey.
Ach, das macht Spaß. Wie geil. Aber die sind auch so schön versteckt immer noch. Da hat der Opa doch seine ganzen Fässer auf dem Grund vom See versteckt, ey. Der alte Halunke. Die soll mal einer finden. Ohne Karte. Das ist ja fast unmöglich. So. Da vorne 500 Meter. Dann haben wir 5 Stück schon. Das ist ja eine Menge. Das ist ja eine Menge. Jawohl. Ist zu weit? Nö. Ein Stück müssen wir noch fahren. Ein Stück nach links. Warum verschwinden die denn immer? So. Jetzt müsste ich genau drauf sein, oder? Ja, irgendwo hier muss es sein. Schauen wir mal. Ist auch so arschdunkel hier, ne? Ich sehe gar nichts. Ach, da ist es. Okay. 8, 7, 6, 5. Da ist es. Nimm es. Nichts auftauchen. Nicht sterben. Bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Oh, das wird ein enges Ding. Schwimm schneller. Du Fisch. Schwimm schneller, Fisch. Oh. Knapp. So, okay. Nächstes Fass ist da. Das lag mal extrem tief jetzt. Und es wäre, ehrlich gesagt, ganz schön, wenn es mal wieder hell werden würde, weil dann könnte ich auch eventuell ein bisschen was sehen. Aber nein. Es muss ja leider Nacht sein. So, hier sind wir genau drauf. Wir müssen jetzt quasi nur noch nach unten. Da ist es, ich sehe es schon. Okay, geil. So, Whisky-Fass-Fundstück haben wir. Da ist unser Speedboat hier. Unser, wie heißen die Dinger eigentlich? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich kann nicht schießen. Ich kann gerade nicht schießen. Okay, so geht's auch. Nachladen! Oh, Mann! Alter! Leck mir am Arsch! Vorne rennt einer rum. Okay. Egal. So, das nächste Fass liegt hier. Das ist auch gar nicht mal so weit weg. Da. 150 Meter. Entschuldigung. So, Holland Valley, da sind wir wieder. Oh, da ist es schon, ich seh's. Guck mal, ich kann es von hier aus sehen, geil. Ach, guck mal, die sind alle mit irgendwas verbunden hier. Aber was ist das? Damit so. Ach, die haben, alles klar. Ich hab's gecheckt. Also man kann die auch so finden, wenn man diese Bojen hier findet. Wenn man diese Dinger findet, dann kann man... Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Dann kann man die Dinger auch finden, weil die alle mit so einem Band an der Boje verbunden sind. Sehr schön. So, kommt hier gerade einer? Nee, ne? Judy.
So, 7 haben wir. Fehlen immer noch 8. Hier ist keins mehr. Da ist noch eins. Und hier runter ein Fluss ist auch keins mehr. Ne? Dann nehmen wir erstmal dieses hier. Würde ich sagen. Da hinten, 500 Meter. Am Fuße der Brücke. So. Dann geht es los. Es geht los. Es geht los. Gleich haben wir die Hälfte. Lalalalala. Da ist es. Es wurde von der Brücke geworfen. Ach, da in diesem Dingens drinne hier. Kann ich da vorhauen? Nee. Wie komme ich da rein? Hallo? Wie komme ich da rein? Wie mache ich denn das Ding offen? Das soll mir mal einer erklären jetzt hier. Ich kann ja auch nicht gegentreten oder so. Nee, das geht nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Da kann ich drauf schießen? Nee, geht auch nicht. Hä? Da muss ich von der Brücke aus was runterschmeißen. Ich habe da so ein dummes Gefühl. Warte mal. Warte mal. So, wenn ich jetzt auf die Brücke gehe. Nee, jetzt nicht. Keine Zeit für euch. So, dann ist das fast da unten. Was war das? Da unten ist es. Kann ich hier draufballern? Dass das aufgeht? Ach, da ist einer. Guck mal. Oder kann ich eine Granate da reinschmeißen? Ist jetzt auf? Ich sehe keinen Unterschied. Jetzt vielleicht? Ja, alles klar. Fallschirm. Mhm, okay. Macht Sinn. Das macht Sinn. Aber es ist jetzt offen. Alles klar, geil. Nehmen wir. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt geöffnet hat, ob es meine Schüsse waren oder die Granaten. Irgendwas hat es auf jeden Fall geöffnet. Egal. So, warte. Warte, warte, warte. Alles klar. So, das nächste Fass liegt. Da liegt noch eins. 7 Stück müssen es noch sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Okay, dann nehmen wir jetzt dieses hier, glaube ich. Ja. Ich sehe aber gerade, da ist so ein LKW zum Kaputtmachen. Kommt der hier hinter mir? Nö. Okay. Der ist despawned. Alles klar. Dann fahren wir weiter. 700 Meter. So, einmal kurz über den Sand gefahren hier. Weil ich irgendwie einen Frosch im Hals gerade. Keine Ahnung, woher der kommt. Händler.
brauchen wir nichts. Finde ich aber geil, dass die Händler diese Karten haben. Das finde ich gut. So. Das ist hier hinter diesem Fels. Hier irgendwo. Ach, guck mal, da sind immer Kreuze, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Da ist immer so ein Kreuz, ein Holzkreuz in der Nähe. Alles klar. Also man könnte doch rein theoretisch auch ohne die Karte die Dinger finden. Es ist zwar mega mühselig, aber es würde gehen. So, wir müssen hier durch. Mega Labyrinth hier. Boah, wie hat der Opa die denn alle versteckt, ey? Da hat er echt gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Die findet keiner. So, hallo? Die findet sonst keiner. So. Den nehmen wir. So. Dann fahren wir zu dem hin. Und dann haben wir noch... 6 Stück fehlen noch dann, ne? Genau. 9 und 6 macht 15. Und dann können wir den ganzen Schlotter abliefern. Den Schlotter. Und unsere Belohnung abholen. So, die hat aber jetzt echt lange aufgehalten, die Mission, muss ich ja sagen, ne? So, wo ist das jetzt schon wieder hier versteckt? Okay, ich glaube, wir müssen durch diesen... Warte mal, ich tauche nochmal eben auf. Ich glaube, wir müssen durch die Röhre wieder durch. So, da. Unten in die Röhre rein. Hä? Hä? Ach, da in die Röhre rein. Alles klar, warte. Ich tauche nochmal auf. So. Und dann da unten rein. Let's go. Zack. Fässchen haben wir. Da zurückschwimmen. Und auftauchen. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Uiuiuiui. Gut, dass wir diesen einen Skill gekauft haben. Ansonsten haben wir jetzt hier, glaube ich, aufgeschmissen. So. Da ist noch ein Fass. Das nehmen wir zuerst. Ah, es ist aufregend hier wieder. Ist das alles aufregend? So, die Karre gibt Vollgas. Das sieht echt schön aus mit dem See hier und der Sonne. Und richtig malerisch. Ich muss sagen, die Landschaft gefällt mir sowieso sehr gut. Sehr, sehr gut gefällt mir die. So, hier ist auch das ganze Design und so von der Karte ist alles sehr gut gemacht. Da ist das Fass. Da ist das Fass. Haben wir. Okay. Auftauchen. So. Gut. Dann fehlen noch 4. Dann nehmen wir das zuerst. Fahren wir einmal hier außen rum. Einmal am Pudding. Ich glaube, richtig hier? Ja, kann ich. Okay. So. Da bin ich falsch gefahren, glaube ich. Na egal. Ich komme, ich hupe schon mal. So. Aussteigen und abtauchen.
So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich glaube, der Eingang ist von oben, oder? Ich glaube, da kommen wir nur von oben rein. So. Ja, da müssen wir rein. Nein. Oh. Vielleicht taucht die aber nochmal auf. So, und jetzt geht's runter. So, zack. Und wieder raus. Ciao mit V. So. Ah, wie schön das aussieht hier. Okay, das jetzt hier vielleicht gerade nicht, aber hier so. Das ist doch sehr, sehr malerisch. Gut. 1, 2, 3 Stück noch, richtig? Richtig. Warte mal, wo fahre ich überhaupt hin hier? Fahre ich richtig? Ja, was ist das denn hier? Lupine. Ah, guck mal, Lupine. Hab ich auch. Na. Da vorne fahren wieder zwei. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt antriggern hier. So, Whitetail Mountains. Abtauchen. Wo ist es denn? Ach da. Ich tauche lieber nochmal auf kurz. Und wieder runter. Ach, halt's mal. So, Whiskyfass. Haben wir. Ich muss, glaube ich, mal eben ganz kurz raus einmal kämpfen. Auftauchen. Irgendwer will hier, glaube ich, aufs Maul, oder? Ja. Ich glaube. Hä, wer hat mich jetzt gesehen? Der Hubschrauber? Oh, einer ist schon mal rausgefallen. Geil. So, den holen wir jetzt auch runter, oder? Den versenken wir jetzt hier. Könnte mal eine Kugel diesen dämlichen Piloten treffen? Ja, sauber. Nice. So, warte mal. Mal ganz kurz nachladen. Oh. Okay. Ihr seid Freunde. Sehr gut. Hallo, wie geht's euch? Ihr seht irgendwie alle gleich aus, oder? Gibt's hier im Spiel nur 3 Charaktermodelle? Was? Man kann gar nicht genug Bliss in seinem Kreislauf haben. So. Hast du genug Bliss in der Blutbahn, kannst du. Ne? Wie Toter. Wie war das noch? Ja. Entschuldigung. Ich war zu weit gefahren. Aussteigen. So, wo ist es denn? Ach, genau, unter mir. Okay. Ach, da, guck mal. Fein. So, 14 haben wir. Fehlt noch eins. Und das ist... Da ist es.
So, da hinten. Also einmal drehen, quasi. Juhu! Vor Freude wird hier ein bisschen rumgeballert. So. Oh, da ist so ein Boot. Das sehe ich gerade. Boah, du musst aussteigen. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh.